Kannst du einmal mit auf mein Server kommen? Hallo? Hallo, ich kann tote Menschen Hallo? sehen. Hallo. Extrem leise. Ich? Ja, nee, aber lag, glaube ich, gerade an mir. Sag mal was. Was? Ah ja, passt. Du bist bei mir allerdings auch leise. Also leiser. Ich just. Soll ich schreien? Ja, unbedingt. Nein. Nein. Nicht? Nein. Oh, komm schon. Nein, das willst du nicht. Nein, nein, nein. Ich will, dass du singst und auf den Tischen tanzt. Nein. Ha! Doch. Gottes Willen, ey, mach keinen Scheiß. Ha! Doch. Wer will das Elend denn sehen? Stimmt, schlimmer als deine Bilder geht schon nicht mehr. Was? Zumindest nicht, wenn man gerade einschlafen will. Guck mal, mir läuft die Kuh hinterher. Endlich. Ja, Bertha, Mensch, sie Nein, hat's nein, geschafft. nein, 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 die Kuh heißt Erdbeere, ja? Die Kuh heißt einfach nur Erdbeere. Und Erdbeere. ja, Erdbeere. Und ich hatte einen Akt, Erdbeere zum Laufen zu bewegen. Erdbeere wollte nicht mitlaufen. Erdbeere mag mich nicht und Erdbeere will mich nicht. Aber Erdbeere muss jetzt geschlachtet werden. Ey, wer nennt seine Kuh Erdbeere? Bauern, die ihre Kuh sehr lieb haben Erdbeere und nennen, ja, das die. ist mir schon klar, aber ich sag mal. Ich meine, ich habe ja schon Lattenschuss, aber das, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nicht? Das ist ja Warte mal komplett bescheuert. Erdbeere. mal. Ja, Erdbeere. So. Jetzt aber wie. Geil. Ah. Ja. Ich glaube, ich hole mir den Huhn und den, das nenne ich dann Chicken Wing oder so. Mal schauen. Nuggets. Nenn das einfach nur Nuggets. Ja, Nugget. Dann weiß ich schon mal seine Zukunft. Sehr geil. Aus Nuggethausen. Also, jetzt wollte ich schon Nuggets zu der Kuh sagen. Erdbeere, Schlauch, bleibt da hinten stehen. Das ist ja schon mal was. Ja. Ja, so muss ich, so brauche ich keine Angst haben, dass Erdbeere stirbt, bevor ich sie töte. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann hast du wenigstens auch ein paar schöne Lebensminuten, bis wir an ihrem Todesplatz angekommen sind. Ein paar schöne Minuten. Ja, ein paar wunderschöne Minuten mit dem Hexer Geralt und Alwin, einem Kind, was mir auf die Nerven geht. Ein irrer kleiner Junge, der tote Menschen sehen kann. Und wo ist jetzt die Kuh auf dem Boot? Die Kuh muss hinterher schwimmen. Er ist mal ernsthaft. Wo ist die? Die Kuh muss hinterher schwimmen. Und da ist sie jetzt vorausgeschwommen. Nee, ist klar. Und da ist sie jetzt gerade auf der kleinen Insel neben Geralt auf der linken Seite. Es kann aber auch sein, dass die Kuh ta tauchen kann. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hallo, Erdbeere. Und selbst dann wäre sie wahrscheinlich schneller gewesen. So. Ach, und jetzt ist er da. Ja, natürlich. Da ist die süße kleine Erdbeere.
Das also ich gehe morgen hier zu unserem Bauern hin und dann gleich machen wir die Kuh aus und dann testen wir das mal. Und wenn die nicht tauchen kann, ja, dann ist wahrscheinlich tot. Ist zwar hart, aber wir müssen das ja testen. Tachchen, Herren vom See. Die nicht möchte, dass ich den Heiligen Gral suche. Doch, Heiliger Gral. Ja, tatsächlich. Wer will dich jetzt aufhalten? Die Kuh oder was? Nein, die Herren vom See. Die hat ihre ganzen Soldaten verloren, weil die... Ach, das ist die so wenig anhatte. Ja, mit der ich in der ersten Version hiervon, bevor ich neu geladen habe, kleines Intermezzo hatte im Sand. Ja, aber guck mal, die hat alles verloren, sogar ihre Kleidung, das ist nicht mal Einsatzbereitschaft. Ja, bitte nicht. So, die Kuh verliert jetzt auch etwas, und zwar ihr Leben. Wofür da der ganze Akt? dafür, dass ich am Ende eines der besten Schwerter des Spiels kriege. So, Erdbeere. Ja, denn, ja gut, dass der Stream ab 18 ist. Jupp. Eieiei. Ach nee, da kann ich ja gar nicht hingucken. Oh, da wird mir ja ganz gebildet. Ach du Scheiße. Was freust du dich da eigentlich? Sag mal. Was ergötzt du dich an ihrem Leid? Das geht ja mal gar nicht. Naja, kostenloses Rindfleisch. Hast du doch gar nichts von. Klar. Ich nehme danach einmal ihr Leder. Also mache aus ihrer Haut Leder. Und aus dem Rest mache ich dann schöne Rouladen und schöne Steaks und was weiß ich. Ich esse das alles zwar nicht, aber hallo Dagon. Sehr toll. So, und dreimal darfst du raten, wer sich nicht mit Tränken zugeballert hat. Richtig, ich. Hallo? Kannst du mir auch keine Frage stellen und die Antwort direkt vorwegnehmen? Ich muss doch erstmal die Zeit haben, um zu antworten. Das tut mir leid. Willst du nochmal antworten? Wollen wir nochmal anfangen? Ja, komm, ich spule nochmal zurück. So. Wie war nochmal die Frage? Ach, genau, es ging darum, wer hat sich hin mit zu trinken eingedeckt? Du. Richtig? Ja. Richtig? Ja. Oh Gott. Habe ich bestimmt irgendwas gewonnen? Nee, eigentlich gar nichts. Ach, scheiße. Ja, wäre auch zu geil gewesen, am Sonntag was zu gewinnen. Was denkst du denn? Ach, ich sehe einfach immer die Arschkarte, ey. Ja, schleif doch mal dein Schwert. Hey, über ein Monster und er schleift erstmal sein Schwert. Geil. Ja. Doch, kann man ja mal machen. Am geilsten ist die Taktik, dass Geralt einfach nicht schlägt. Dass er einfach immer ins Leere schlägt. Was ist denn mit dem, ey? Vor allem, das ist ein Bosskampf und Geralt schlägt einfach nicht. Ja, der heißt Geralt. Ja. Ja. Ne? Ja. Ich komme da gar nicht drüber weg. Der Kampf fängt an und er schlägt erstmal sein Schwert. Ey, das ist so, als wenn du von irgendwas angegriffen wirst. Ach ja, warte mal kurz, ich muss mal erstmal hier mein Schwert schleifen, damit ich damit umbringen kann. Aber warte mal kurz. Oh Mann. Ja, ist doch so. Ey. Er hat voll die Ruhe weg. Voller Pro. Was macht der da? Ich weiß es gerade selber nicht. Ich hab dem Typen ja schon irgendwie Schaden verpasst, aber ich weiß nicht wie. Hast du nicht eben gesagt, dass das Spiel irgendwie so dezent fehlerhaft ist? Ja.
Ja, also. Aber das Dezent nehmen wir ja mal zurück, ne? Ja, ich mache hier auch irgendwas falsch. Also irgendwas Taktikmäßiges mache ich falsch. Das könnte man wohl so ausdrücken. Ich glaube, ich mache ihm Schaden, indem ich seine Untertanen töte. Hey. Yep. Weil geschlagen habe ich ihn gerade nicht. Ich muss seine Untertanen töten. Oh Mann. Guck, er hat immer weniger Leben. Das Witzige ist nur, dass ich jetzt mit einem Schwert gegen ihn kämpfe, was eigentlich für Menschen geeignet ist und nicht für Ungeheuer. Weil mit dem anderen treffe ich ihn allerdings nicht, die Gegner hier. Mit dem normalen Hexerschwert. Das hat so seine Wirkung verfehlt. Okay. So, wir haben dich gleich. Du kleiner Drecks-Dagon-Anhänger hält sich jetzt aber nicht. Also viel zum Thema, wir haben ihn rein. Er ist so kaputt. Ja. A few moments later. Okay, so. Oh. Und nun? Ah, ich muss den Wutter Neupriester aussuchen. Mhm. Ey, wie er gesagt, dein eigenes Schwert in der Hand hielt. Eigentlich hätte ich ihn das Robot aufsetzen müssen. Aber kann man ja mal machen. Vielleicht trägt das der Witcher von heute so. Man weiß es ja nicht. Tja. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das Erdbeere tot. Die wird auch niemals vermisst. Die preisgekrönte Kuh. Ja, aber ist mal ernsthaft, das ist doch so sinnlos. Ja. Ja. Schön, dass du mir zustimmst. Ja. Süß. Ja. Also wenn alles glatt läuft, krieg ich heute vielleicht noch das vierte Kapitel durch. Allzu lang dauert es tatsächlich gar nicht mehr. Ah, bitte aber ohne Kühe. Das war jetzt die letzte Kuh. Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich habe es gegen Kühe, aber das ist ja wirklich, ja, sinnlos. Ein wenig. Ein wenig sehr sinnlos, ja. Oh, da ist der Quengelbengel wieder. Quengelbengel? Ja. Quengelbengel. Das ist cool, Quengelbengel. Du arme Quengelbengel. So, jetzt wüsste ich gern... Eins muss ich nochmal machen. Und zwar muss ich mal einmal was googeln. Und zwar gucken... Witcher 1 vom Geschenke. Ich weiß nicht, wie man da besiegeln Waffeln. Okay. Gut. Ich hab's. Das ging schnell. Hm. Okay. Was habe ich getan? Das ging wirklich schnell. Ja, ich muss halt zwei Items auswählen. Eins war richtig, eins war falsch. Ja. Das, was ich von ihm hier kriege, war falsch gewesen. Deswegen muss ich mir das mal nochmal neu holen. Frage ist nur... Dagon ist tot. Wie Dagon dann? Trocken? Wir euch lieben.
Schwert erschöpft von Dagon. Gut Schwert aus Unterwasserstadt für euch. Danke. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ah, zeremonisches Schwert von Dithwin. Darf ich da auf jeden Fall... Nein. Nein. Stop it. Nein. Aber ist warum? Ist ein Dagon Tropfen. Nein, ich möchte das. Was? Warum? Witschen? Also, ja. Lebt. Warum krieg ich denn jetzt von dir nicht mehr... Ja, warum nicht mehr? Wie ist der Stab? Was Gegenstand? Ja, vielleicht möchte er nicht. Ach, ja. Weil ich die Quest noch nicht neu aktualisiert habe. Ich blöde Pummelkuh. Na. Was? Ja, mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Was ist denn eine Pummelkuh? Ich hab keine Ahnung. Was? Da die eine Szene ja vorhin nie passiert ist, wo wir ja mit der guten Herrin vom See gepennt haben, weiß Geralt also natürlich auch noch ja, nicht, dass er die falschen also Items geholt hat. Also das ist ja ab 18, ne? Ja. Hast du eigentlich alles Vögeln? Ey, das weißt du zufällig. Guck dir die Streams an, das weißt du war aus Versehen. Ja. Ich war zufällig gevögelt. Ja, sorry. Also mit Zweien habe ich absichtlich gevögelt. Das war einmal mit einem Vampir. Oder, naja, mit einmal Gruppenspaß mit Vampiren. Und das eine war mit meinem Lieblingscharakter. Ich kann doch nichts dafür, wenn Geralt so... Nein, kann man ja mal machen. Also er ist zwar eigentlich eher so eine männliche Bitch als ein Witcher, aber ja, okay, gut, das ist so alles. Ja. So, wo ist die gute Herrin jetzt abgeblieben? Herrin? Oh. Keine Herrin, wo bist du denn? Ich suche dich. Suche und finde dich nicht. Warum bist du nicht? Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es. Ich weiß, dass das Feuer erst angezündet werden muss. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Wenn das Feuer aus ist. Das Feuer ist aber an. Nein, ich werde aber auch nicht patzig hier, ne? Ich habe jedes Recht dazu. Hallo, der gute Gerard hat erst die letzten Tage komplett durchgevögelt. Du kannst es nicht verlangen, dass das Feuer direkt anmacht. Doch, kann ich. Nein! Königsvivan! Ich will jetzt mal wissen, ist die Herrin vom See überhaupt hier oder? Ernsthaft? Wo ist die? Hast du sie angerufen? Das ist so der klassische Fehler, den man machen kann. Nein, eigentlich nicht. Ist doch klar, dass sie nicht da ist. Rufst du mich an? Ja, natürlich. Keiner macht's. Ja. Zufälligerweise gab es zu dieser Zeit noch keine Telefone. Zufälligerweise ist das ein Hexer und der kann teilweise irgendwie alles. Aber ich telefoniere mit etwas, was es doch gar nicht gibt. Tja, aber der hat doch bestimmt so telekinetische hier, da. Telepathische. Also, er hat Arzt. Das ist ein telekinetischer Stoß. Das hat er. Mhm. Er hat das Zeichen Quen. Damit erzeugt er ein Schutzschild. Er hat das Zeichen Jirden. Damit zeichnet er eine Zone auf dem Boden, die bei allen magischen Ungeheuern, die den Bereich betreten, Schaden verursacht. Jo. Dann hat er den Zauber Igni, womit er Flammen zaubern kann. Dann hat er Axi ermöglicht eine begrenzte Gedankenkontrolle über willensschwache Individuen. Mhm. So. Das war's mit Zaubern. Kein WhatsApp. Ach so Scheiße. Also relativ unbegabt, der Gute. Also wie, ja, wollte ich gerade sagen, alles, was man nicht braucht. Ja, wie will er denn dann mit dieser Wassertusse da in Kontakt bleiben? Ja. So, entweder ist die Wassertusse jetzt einfach komplett weg,
Was scheiße wäre, weil ich dann ja, ne, und so, die Quest und so. Oder... Wie ist das denn ein bisschen rückständig? Was? Was ist rückständig? Das Spiel, muss ich mal gerade so feststellen. Ich meine, der kann zwar hier, der kann zwar dies und das und tralala, bringt ihm aber überhaupt nichts. Nö. Also gar nicht. Ja. Was soll ja, man das? Nee. Und, ich wollte gerade. Ach doch, die Wassertuse ist hier. Roger Neupriester und Wassertuse sind hier, das ist ja schon mal. Ja. Herrin. Ich hab. Ja. Ey, die könnte sich mal wenigstens was anziehen, ey. Herrin. Ihr habt die. Aber ihr habt euch auf die Seite der Wotja neu. Ich hielt es für. Ja. Oder? Herrin. Das manchmal das Schicksal. Wer? Ihr. Die könnte sich mal wenigstens etwas anziehen. Ich bin. Das stimmt. So, aber. Hat das jetzt hier mit dem. Nee. Nee. Nee, einfach nur nein. Nö. Ja? Ich weiß nicht, worum es geht, aber. Erzähl. Ich werde bald auf. Ich halte. Ich das ist doch der Wahnsinn. Ich ver. Genau. Fern. Wie dem. Achso, jetzt haben wir nochmal. Spaß. Jetzt haben wir mal kurz Spaß mit der Wasserdose oder. Oh, weil viele andere hat sie eh nicht mehr, also der Spaß liegt ja dann nicht so weit. Weg da. Herr, ich habe Geschenke. Er hatte da wirklich so eine Alge zwischen ihren Beinen. Ja. Lebt. Und auf den Hut. So, auch. Also sie reagiert einfach mal nicht darauf, dass es die falschen Geschenke waren. Warte ganz kurz, ich muss einmal ganz kurz ans Telefon gehen. Moment. Ja. Oh, will mich ins Grab bringen. Diese Frau will mich in ein viel zu frühes Grab bringen. Das finde ich nicht gut. Eigentlich war doch mal irgendeine Quest, dass ich nochmal mit denen reden sollte, oder? Aber wahrscheinlich war das vor dem Ding mit der Kuh. Okay. Wird das Ganze jetzt nicht gerade einfacher? Wir kriegen das hoffentlich schon irgendwie ich wieder hin. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Ich kann nicht meditieren. Das Feuer ist einfach voll. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Wie viel habe ich jetzt schon extra anzünden. Gewartet? Okay. Guti. Und dann reden wir halt jetzt mal nochmal mit Berenga. Nein. Ach ja. Das könnte alles so einfach sein.
So, Berenga. Ich will einmal reden mit dir. Ja? Habt ihr mit der Herrin des Sees gesprochen? Göttinnen sprechen nicht mit einfachen Sterblichen. Verschont mich mit eurem Sarkasmus. Also, was für bedeutsame Weisheiten hat die hiesige Göttin preisgegeben? Aber werdet bitte nicht zu mystisch. Sie sprach von Schicksal. Das Schicksal interessiert mich nicht. Aber wenn ihr den Helden spielen wollt, nur zu. Ich helfe euch sogar. Wisst ihr, ich habe euch letztens nicht die ganze Wahrheit gesagt. Was? Die Salamandra haben mich doch gezwungen, ihnen einige Formeln zu verraten und mich ein paar Tests unterzogen. Ich erhob keine Einwände. Sie bezahlten mich gut. Warum? Ihr wisst warum. Ich wollte heiraten, Kinder haben, Freunde, ein normales Leben führen. Die Hexe haben mir diese Chance genommen. Das sollte euch bekannt vorkommen. Die Menschen hassen mich und werden bleich vor Angst, wenn sie mir in die Augen sehen. Und die Kinder. Sagt mir, was ist der Unterschied zwischen eurem geliebten Kaer Morhen und einem Labor der Salamandra? Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, dass ich besser bin als ihr. Geht. Schon allein euer Anblick erfüllt mich mit Widerwillen. Ich fange an mir selbst zu zweifeln. Lebt wohl. Ja. Ihr habt... Ja. Würde es euch... Um eine halbe Drehung, korrekt? Möglich. So ist das. Lebt wohl. Ich glaube, dass wir uns das mit Berenga auf jeden Fall verscherzt haben. Aber ich wüsste nicht, was ich jetzt schon wieder anders gemacht habe als im Let's Play. Ich glaube, ich habe einfach mal wieder eine Antwort zu voreilig abgegeben. So, jetzt also wieder zur Herrin des Sees zurück. Es ist ein ewiges Trauerspiel gerade. Hin und wieder zurück, die Geschichte eines Hexers. So. Also tatsächlich viele Entscheidungen aus meinem ersten Durchlauf haben mir besser gefallen als aus diesem. Das, obwohl ich versucht habe, eigentlich mehr aufzupassen. Ist die Herrin wieder. Ja? Berenga interessiert sich nicht für das Schicksal. Meine Vision betraf eindeutig euch, Geralt. Wenn ihr das sagt? Wenn die Zeit reif ist, helfe ich euch mit einem Geschenk. Ich muss geduldig sein. Ja. Herrin. Ich habe Geschenke von Menschen und wollte ja neu erwarten. Ach so. Glaube ich verstehst du auch nicht. Lebt wohl. Gut.
einfach. Gar nicht einfach. Okay. Dann müssen wir uns jetzt eigentlich nur noch erstmal um Alina kümmern. So rein theoretisch. Okay. Gut. Dann laufen wir hier einmal wieder zurück. Ich hoffe, wir müssen jetzt erstmal so schnell nicht mehr auf diese Insel. Und so langsam kann ich sie nicht mehr sehen. Also ja, stimmt, jetzt zu den Feldern zurück. Und uns um Alinas Spiegel kümmern. Das wäre jetzt durchaus wichtiger. Baby. Da sitzt Berenger noch. Eigentlich will ich mir mit Berenger gar nicht verscherzen. Auch eigentlich nur eigentlich. Ich glaube, anstelle der Bauern, wenn ich wüsste, wer meine Kuh geklaut hätte, ich wäre, glaube ich, ein bisschen stinkig. Mittagserscheinungen? Unsinn. Nee. Mittagserscheinungen sind kein Unsinn. Ich versuche nämlich gerade, welche zu erledigen. Dauerhaft. Damit scheint Geralt wohl ein paar Problemchen zu haben. Mit diesen Mittagserscheinungen so. Ich muss mich noch um den anderen Vertrag da kümmern. Und das ist eine Mittagserscheinung. Kümmern wir uns doch gleich. Und dich auch einmal.
So. Hier muss es eigentlich auch einmal einen Teil des Spiegels geben. So, sie stellt sich hier erstmal zurecht. Was? Gott, ich hab grad Angst. Geralt! Du solltest dich doch verstecken, wenn es gefährlich wird. Ich höre Stimmen von all den Frauen, die hier leben. Sie sind tot, Alwin. Viele fürchten mich. Sie nennen mich Teufelskind, wenn sie glauben, ich höre sie nicht. Diese Leute fürchten nur, was sie nicht verstehen. Ich will, dass sie mich mögen. Ich will sie nicht sterben sehen. Was soll ich tun? Halte deine Gabe geheim. Das Leben der mit einer Gabe Gesegneten ist selten einfach. Ich fühle mich immer viel besser, wenn wir uns unterhalten haben. Bin ich wieder. Sehr schön. Ja. Viel hast du nicht verpasst. Meine Schwester war da, die hat mich ja besucht, die sind auf dem Rückweg, die müssen ja nach Witten. Also das ist irgendwie in Dortmund-Nähe. Ja, in der Nähe von Dortmund. Ah. Da sind sie gerade unterwegs und hat sie mich gerade nochmal angerufen, weil ich habe gesagt, ja, melde dich mal zwischendurch. Ja. Ja. Ja, da ist sie jetzt gerade mit ihrem Freund auf dem Weg. Ja, und du hast hier nicht besonders viel verpasst. Ich meine, ich habe es ja gesehen. Also ich meine, ich war ja zwar nicht sprachtechnisch zugegen, aber... Dann hast du das Hin- und Hergerenne also mitbekommen, ha? Mhm. Es war sehr spaßig. Und du warst schon wieder bei der leicht begleiteten Tussi. Ja. Ach Mensch, der eigentlich hat's ja ganz gut, ey. Also der Geralt. Echt? Ich hätte sie genommen. Naja. Oh Mann. Man kann ja nicht alles haben. Das stimmt. Ja. So, und wo geht's jetzt hin? Jetzt müssen wir einen Handwerker finden, der uns einen Spiegel zusammensetzen kann. Okay. Ich werde jetzt aber erstmal hier einmal kurz schlafen gehen, damit ich nachts eine gewisse Monsterart erledigen kann. Um noch einen Vertrag zu beenden. Denn so lange dauert, wie gesagt, das Kapitel nicht mehr. Also da wird auch auf Tag und Nacht Rhythmus, oder wie muss man noch beachten? Ja. Es gibt Monster, die du halt nur nachts töten kannst. Es gibt manche Leute, die du nur nachts treffen kannst. Oder die manchmal nur mittags an einem bestimmten Ort sind, die du dann da treffen musst. Und da musst du tatsächlich so auf die Tag- und Nachtzeiten achten. Okay. Eine Sache. Ja? So. Deswegen dachte ich vielleicht, das mit der Kuh wäre irgendwie irgendwas Besonderes, sodass ich einfach zu blöd bin, um es zu schnallen. Aber es war einfach nur verbuggt. Die ist doch schon verarbeitet worden. Steaks und so weiter und so fort. Ja. Wir haben sehr gut gemundet. Ach. Hast du die schon dran gelabt? Ja, natürlich. Ich kann auch kein gutes Steak vollkommen lassen. Nee, ich dachte, du magst doch gar kein Steak. Mag ich auch nicht, aber Geralt. Ja, aber... Und was ist mit dem Rest der Kuh? Wurde für irgendwelche alchemistischen Zutaten verwendet. Auch wenn das die Peter wüsste, ey. Ich bin Gott sei Dank doch zu klein, als dass die Peter das herausfinden könnte. Ja, aber ich ruf doch gleich mal an. Jo, Peter, was geht? Hier, der Geralt, der macht da Scheiße.
Ja, oder nicht? Doch. Ah, da hinten sind die Gegner, die ich brauche. Doch. Ja oder ja? Doch. Da sind die Viecher, die ich brauche. Das ist deine Freundin. Meine. Ach. Irgendwie, die quakt da schon wieder im Boden, ey. Also Punkt 1 habe ich keine Freunde, Punkt 2, Gott sei Dank. Ja, das soll ja auch deine Freundin im Spiel sein. Von dem dritten Stamm hier. Ich meine, ich bin nicht anspruchsvoll, aber nein. Nein. Nicht? Ja, sie ist ja schon hübsch, aber... nee. Will ich grad mal... Oh Gott. Warum tust du mir das an? Was? Wieso? Was tue ich dir an? Ja, warum willst du mich denn mit sowas verkuppeln, ey? Also... Weiß ich nicht. Weil die gut aussieht. Dann du sie doch. Ich stehe nicht auf Frauen. Aber Geralt schon. Ja, und? Er hat aber ein Faible für eine gewisse Art von Frau. Ja, ich auch. Und das war nicht das, was du gerade getötet hast. Also dir ist schon klar, dass du mir jetzt die Nacht versaut hast, ne? Du hast mir vorher noch mein Mittagsschlaf versaut. Hallo, ich habe dir nur ein Foto geschickt, wo ich... Ja, genau, wo du... War. Boah. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich nicht getan. Deswegen, hier konnte ich meinen Mittagsschlaf nicht machen. Ja, das tut mir doch auch leid. Oh, dafür ist es jetzt so spät. Ich weiß. Und dafür wirst du mich damals zum Hobgoblin da gerade verkuppeln. Ja. Natürlich. Ah, sagt sie auch einfach noch so eiskalt, ja. Ich habe gedacht, dass du denn den einen sage? Ja. Davon ging ich auch. Da kennst du mich auch schlecht. Wie geht's, kleinen Cleo? Kleinen Cleo geht's super. Die wurde vorhin schön gebadet. Weil kleinen Cleo vorhin Blumenwasser abgekriegt hat. Das ist nicht zu knapp. Da müssen sie mal durch. Und Salem hat vorhin an meine Rosen geknabbert und hat sich dann erstmal übergeben. Okay, warte kurz. Ich muss mal eben sortieren. Also, Salem hat an deinen Rosen geknabbert und musste sich übergeben. Ja. Mhm. Ja. Dann solltest du dir irgendwie Gedanken machen, dass deine Rosen nicht gut sind, wenn sich der Kater dann übergeben musste. Wie kann ich euch helfen? Naja, wenn ein Kater Pflanzen frisst, eine Sache. Ja? Ist das nie gut. Ich mag ja. Kann ich nicht sagen, ich hatte nie Katzen. Also. Katzen vertragen grundsätzlich eigentlich, außer halt Katzengras oder sowas, eigentlich keine Pflanzen. Scheiße, mein Bier ist alle. Seit wann hast du Rosen? Mein Freund hat mir am Samstag Rosen mitgebracht. Oh, ist das süß. Da mache ich die Reise und sehe keine Spur von Ist ja, zwar ein bisschen schlecht, aber es ist schon süß. Natürlich ist das süß. Mhm. Was denkst ja, du denn? Aber nicht für Salem. Er hat sie gegessen. Ja, das ist schön, wenn er so blöd ist und die isst. Ja, ich weiß nicht, wo du so stehen gelassen hast, dass er sie essen kann. Auf dem Wohnzimmertisch, wo eigentlich der Kater für gewöhnlich nicht drauf Was geht. Wollt ihr? Habt ihr diese Anzeige ausgehängt? Ja, da mussten die ja irgendwas an sich haben, was ihn angelockt hat. Boah,
Boah, die ihre Haare eskaliert. Ich brauche 10 für einen Liebestrank. Boah, jetzt seine auch, alter Schwede. Hier sind sie. Danke. Ja, dann kann man wieder die Friseure auf wegen dem Lockdown und all drin durch. Selbst die Haare. Das ist der Wahnsinn. Und gehst du auch zum Friseur? Ich? Nee. Meine Haare wurden gerade erst geschnitten. Oder was? Also, bin ich das schon höher? Mein Freund hat mir ja meine Haare geschnitten. Zeig mal. Das habe ich dir schon gezeigt. Das ist schon ein paar Monate her. Ach, ist das Aktuelle? Ich schneide nicht alle 2 bis 3 Monate meine Haare. Ja, das sind mir erst vor ein paar Monaten gezeigt, das weiß ich. Ja, siehst du. Wohl. Warum würde ich denn meine Haare jetzt schon wieder schneiden? Ich bin müde. Ja, ich weiß ja nicht. So viel Haare besitze ich nicht, dass ich wöchentlich schneiden kann. So viel Haare besitze ich nicht. Könnt ihr einen zerschmetterten Spiegel zusammensetzen? Ja, so viel Haare für 100 Euro. Ja, tot aus der Typ. Abgemacht. Wow. Hier sind die Teile. Ich bezahle. Guck mal, was, was Corona aus Wolken macht, ey. Alter, ey, guck dir mal die Hautfarbe an. Das sieht voll ungesund aus. Ist mal ohne Scheiß. Aber das ist, weil er da irgendwie die ganze Zeit da am Schmieden ist. Ey, das sieht ja mal richtig ungesund aus. Ich bin kein Arzt, aber boah. Nachher. So, das Schlimmste ist jetzt halt nur. Können wir jetzt schon wieder zu ihm oder müssen wir tatsächlich ein bisschen Zeit verstreichen? Ohne Fleisch, kein Preis. Ja, wir müssen Zeit verstreichen lassen. Mit dem Ungesunden? Hä? Mit dem Ungesunden? Oh, oh. Das ist Teufelszeit. Ich hab einen guten Hausarzt hier, der sollte mal hingehen, ey. Boah. Ah, schön. Nee, ich finde das nicht so schön. Ich mache mir da gerade eher Sorgen um den Menschen. Mann, Typ. Polygonpixel, wie auch immer. Er stirbt eh. Ja gut, dann brauche ich nicht zum Arzt. Ja, wenn das schon beschlossen ist, dann... Das war mal realistisch, dann scheiß drauf. Eieiei. Wo rennst du da eigentlich hin? Ja. Ah. Geralt? Bist. Ja, ich muss ja Zeit verstreichen lassen. Also das wäre wieder kein Spiel für mich. Eine. Ja? Nicht? Ich mag. Ja. Nee. Nee. Wieso? Nee, weiß ich nicht. Meine ich nicht mal irgendwie negativ. Kann sein, dass das wirklich geil ist, aber... Nee, ich weiß nicht. Also ich habe ja schon mal so ein paar Let's Plays über Witcher gesehen oder auch Witcher 2 oder 3 oder aber. Also von Witcher 1 an sich kann ich dir abraten. Witcher 3 ist echt cool. Hast du doch mal in die Serie reingeschaut? Also. Mit. Die Serie ist geil. Ja. Henry Cavill. Also hier, Mr. Superman. Superman. Ich finde auch, er verkörpert die Rolle richtig gut, obwohl ich die Spiele überhaupt nicht kannte. Das stimmt. Aber doch, die Serie gefällt mir auch, muss ich sagen, aber... Ah. Die Bücher sind auch toll, aber ich weiß, du kannst sie nicht lesen, deswegen. Ja, ich verwechsel das immer. Weil immer, wenn ich ein Buch aufmache, denke ich, das Weiße sind die Buchstaben und das Schwarze ist das Dunkel. Dann denke ich mir so... Komm ich schon gar nicht mehr klar. Ist mein Spiegel fertig? Wie neu. Oh. Also, obwohl, nee, doch, ich muss es sogar lesen, weil ich habe jetzt hier von einer Freundin 6 Star Wars Romane bekommen. Vielleicht sollte ich umziehen. Okay. Und da muss ich ja lesen. Scheiße. Tja. Ja gut, das nehme ich da mal mit aufs Klo oder in die Badewanne. Da mache ich die weite Reise und sehe keine Spur von einer Hochzeit. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Kapitel hier mache ich heute nicht mehr zu Ende. Gott, wer geht jetzt hin und her gerannt auf den Keks? So. Wer geht hier auf den Keks? Dieses Hin- und Hergerannt. So. Deswegen werde ich jetzt hier mal. Hast du kein Reittier oder so? Sowas gibt's hier noch nicht. Sowas Edles.
Das Spiel ist uralt. Da gab es doch keine Reittiere. Ja, das sieht man daran, wie die Haare eskalieren teilweise. Ja. So. Ey, das wäre geil, wenn deine Haare jetzt auch so abgehen. So. Nein. Doch. Nein, wirklich nicht. Ich finde es lustig. Nein, das wäre lustig. Nein.